Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal Elektrikcommuter. Ich bin Andreas und das ist ebenfalls der Andreas. Und wir machen heute den Reichweitentest mit dem Prophet 10 Zoll AEG. Andreas, erzähl mir mal, wie alt ist der Scooter? 1,5 Jahre. Und du hast den für welchen Preis ungefähr gekauft? 598. Für 598. Und bei welch, wo hast du den gekauft? Das war über Real. Über Real. Okay, heutzutage ist der ein bisschen teurer geworden. Ich glaube, der kostet jetzt aktuell bei Amazon 777. Ja, dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich habe den Reichweitentest vom Ninebot Max G30LD reingeladen, weil der hat nämlich fast den gleich großen Akku. So Leute, ich fahr los. Gut. Ja, Leute. Wir machen den Reichweitentest mit dem Prophet 10 Zoll AEG. Ich habe hier den Reichweitentest vom Ninebot Max G30LD reingeladen, weil der ungefähr den gleich großen Akku hat. Der Ninebot Max G30LD, der hat einen 10,2 Amperestunden großen Akku bei 36 Volt und der AEG Prophet 10 Zoll, der hat einen 36 Volt Akku mit 10,4 Amperestunden. Ich glaube, ich bin ein kleines bisschen schneller als der andere Andreas. Werde ich gleich mal auf ihn warten. Ja, was ich sehr schön finde, man kann sich den Lenker ziemlich hochstellen. Das habe ich auch gleich genutzt, weil ich finde das immer super. Ihr seht hier auf dem Display wahrscheinlich nichts, wenn ich hier die Hand hinhalte. Habt ihr vielleicht eine Chance? Ich sehe hier gerade so die Geschwindigkeit. Der Andreas, der wollte sein Display-Cover hier noch nicht lösen. Ja, die Fahrt ist ziemlich leise. Man hört den Motor kaum. Das ist gut. Das ist beim Ninebot Max G30LD ziemlich das Gleiche. So, da vorne kommt die 10% Steigung. Beim Steigungstest ist er da mit ungefähr 10 km/h hochgekommen. Ich stelle mal Komoot auf km/h um und werde auch mal aufs Display schauen, was das anzeigt. So, hier geht's los mit der Steigung. Das Display hat als niedrigstes 12,6 angezeigt und laut GPS waren wir ungefähr bei 10 km/h. Aber er kommt hier locker hoch. Dann schauen wir mal, wie er bergab fährt. Es ist jetzt fast egal, also es ist ziemlich egal, ob ich den Gashebel gedrückt halte oder nicht. 30 km/h haben wir erreicht. Wir gucken mal, wie schwer jetzt schneller ist. Fahr mal so schnell wie es geht. Komm, schauen wir mal, ob ich rankomme. Ja. Also ich denke so ein halbes km/h, ungefähr ein km/h oder ein halbes km/h. Wobei, jetzt haben sie sich ja eingependelt. Jetzt habe ich gerade den Eindruck, als ob der LD ein bisschen schneller ist. Am Anfang, da ist das ja bei Prophet so gewesen, dass er bis zu 21 km/h leistet und dann wird er langsamer, ein bisschen unter 20 km/h. Also ich glaube, die sind ziemlich gleich. Ich fahre eigentlich ziemlich gleich auf mit dem anderen Andreas. Ja, wir fahren abends. Es ist heute über 20 Grad warm gewesen. Ich denke, dass sich das ja noch eine ganze Weile halten wird. Und Andreas, was ist die Prognose? Wie weit kommen wir? Und bleibt um die 20 km/h. 20 Kilometer meint er. Ja, ich denke auch so, dass wir ungefähr genauso weit kommen werden wie beim G30LD, also beim Ninebot. Und mit dem bin ich ja 21,2 Kilometer weit gekommen. Deswegen fahren wir auch genau die gleiche Strecke. Ja, also
wir können wirklich sehr gut nebeneinander fahren. Die Geschwindigkeiten, die sind nur minimal unterschiedlich. Wir müssen nur minimal nachkorrigieren. Das klappt wirklich gut. Und hier ist ja keiner. Nur, dass das jetzt auch nicht wirklich jemand stören wird. Ich denke, wir haben auch fast keinen Wind. Also ist eigentlich ein sehr gutes Wetter für so einen Test. So, hier vorne haben wir das Antoniuskreuz. Dann sind wir jetzt ungefähr 2,5 Kilometer gefahren. Okay. Ich werde mal kurz anhalten, weil ich habe mich viel zu warm angezogen. Mir ist, das geht besser. So, hier halte ich mal kurz an. So, wir fahren weiter. So, da vorne müssen wir rechts abbiegen. Die Erdbeeren sehen auch schon ganz gut aus hier. Und hier ist ja dieser Rollrasen, da wird gerade ordentlich Wasser raufgekippt hier von den Bauern. Hoffentlich werden wir nicht nass. Oh oh. Krass, wie weit das Ding schießt hier. So, hier müssen wir rechts rum. So, ihr seht da mal den Andreas. Also ich glaube, er ist minimal, aber wirklich minimal schneller. Ich glaube, die Roller sind wirklich fast genauso schnell. Ja, haben wir uns doch eine recht schöne Zeit zum Fahren ausgesucht. Sehr schönes Wetter. Ja, ich zeige euch mal, wie ich hier drauf stehe. Das Deck ist jetzt nicht üppig, aber es ist ausreichend. Das hat so ähnliche Abmessungen wie beim Soflow SO4 Pro. Das ist jetzt nichts, was ich unbedingt 60 Kilometer am Stück machen möchte. Aber man hat schon ausreichend Platz hier für kürzere Strecken. Ja, ich habe den Reifendruck hier beim Prophet auf 3 Bar hochgesetzt. Der war aber auch nicht viel darunter. Der war bei 2,5, 2,6 Bar. Habe ich ein bisschen korrigiert. Beim Andreas habe ich 2,8 Bar vorne und hinten reingemacht. Der Ninebot, der hatte tatsächlich ein bisschen mehr Reifendruck verloren. Da muss ich ein bisschen nachkorrigieren. Leider kann ich hier nicht die Balkenanzeige ablesen. Doch, 4 von 4 Balken aber. Jetzt habe ich sie gefunden. Ich versuche mal, euch die sichtbar zu machen. Wenn ich hier die Hand hinlege, zwischen Bedienung und Gebrauch, da sind 4 von 4 Balken zu sehen. Dann können wir uns danach auch noch orientieren. So, nach 5,5 Kilometer erreichen wir Uckendorf. 4 von 4 Balken und der Roller fährt 20 km/h. Der Ninebot Max G30 LD, mit dem bin ich jetzt noch 15,8 Kilometer weitergekommen. Und mal schauen, was der Prophet heute schafft. So, ich lasse den Andreas mal rankommen. So, hier kann ich ein bisschen rollen lassen. Jetzt ein bisschen bergab. Eine Bremse quietscht. Ich glaube, die rechte. Wir haben jetzt noch 3 Restbalken. Ein Balken ist weggegangen.
Und hier rechts mache ich ja immer ein paar Fotos und das mache ich natürlich auch heute wieder. So Leute, ich habe den Andreas überredet, dass wir dieses Display-Cover abmachen. Ach, guckt mal, wie schön. Dann machen wir den mal an. Und man sieht was. Wer hätte es denn gedacht? Also ich kann alles lesen. Warum willst du den einschicken? Hier. Das hast du aber jetzt nicht aufgenommen. Na sicher. Also ich würde sagen, du bist da. Das liegt aber am Gewicht. Jetzt aber habe ich dich irgendwie wieder. Ja, das Ding ist, der Prophet, der macht am Anfang irgendwie 21 und dann regelt er irgendwann nach ein paar Sekunden runter auf 19,5. Aber Leute, wer immer noch sein Display-Cover da drauf hat, guckt es euch an. Macht die Dinger ab. So, wir fahren weiter. Da vorne ist die zweite Brücke. Wir haben jetzt ein bisschen Gegenwind bekommen. Aber wir fahren ja auch nicht mehr lange in diese Richtung. Der Andreas ist knapp hinter mir. Die zweite Brücke ist ein bisschen flacher als die erste. Da werden wir also eigentlich mit einer ganz guten Geschwindigkeit hochkommen. Mal gucken, ob der Andreas vorbeikommt in der Steigung. Ich zeige euch mal das Display. Ah, wir sind fast schon oben. 14 Komma und der Andreas hat es geschafft, mich zu überholen. Aber bergab habe ich einen Vorteil. Da kriege ich dich wieder. Ja, 7,5 Kilometer haben wir, 3 Restbalken und 13,8 Kilometer müssen wir noch fahren, um besser zu sein als der Ninebot Max G30 LD. Ob das klappt, das sehen wir gleich am Ende des Videos. Na, Komoot hat mich ein bisschen verloren gehabt, jetzt sind wir wieder auf Kurs. Heute sind extrem viele Fliegen unterwegs, das ist mir so ungünstig. So, hier biegen wir rechts ab. Und jetzt geht es weiter Richtung Köln-Libur. Hier geht es ein bisschen den Berg hoch. Aber der zieht hier durch. Das macht ihm nichts aus, diese kleine Steigung. Ich schalte jetzt auch mal mein Licht ein hier. Wie weit hast du noch? 3. Dann sagst du Bescheid, ne, wenn er auf der Hälfte ist. Der Andreas hat noch 4 Balken. Cool ist ja beim Ninebot, dass der noch blinkt. Das heißt, dass er... Ja, genau. Dass er in 10% Schritten anzeigt, wie viel Akku du hast. Das finde ich gut. Bei dem hier nicht so gut. Der hat nur 25% Schritte. So, da links kommen noch eine ganze Menge Autos. Ich werde es wahrscheinlich gerade noch schaffen, aber dann warte ich mal auf ihn. Lassen wir die mal vorbei. So, nach 8,95 Kilometern erreichen wir Köln-Port-Libur. Ich habe ein kleines Problem bekommen, die Lenkstange hat sich verabschiedet, die ist nach unten gerutscht. Muss gleich mal wieder korrigieren, aber im Moment geht's.
Viel Klingel ist hier nicht. So, wir haben jetzt noch zwei Restbalken nach 9,3 Kilometern. Da wird aber knapp mit dem Plan. Ja, das ist nicht immer linear. Kannst du nicht von ausgehen. Also kann sein, dass das noch länger hält, kann sein, dass das schneller weggeht. Naja. 16 Kilometer wären schon schön, dass wir nach Hause kommen. Wir fahren jetzt weiter Richtung Stockholm. Also man merkt jetzt gerade gar keinen Wind, also fahren wir wahrscheinlich mit dem Wind. Das ist natürlich von Vorteil. Und das sieht eigentlich auch nicht nach Regen aus. Das war so ein bisschen unsere Sorge. So, es hat ein bisschen angefangen zu tröpfeln. Hoffen wir mal, dass wir nicht komplett im Regen fahren. Kilometer haben wir und wir haben noch zwei Restbalken und der Scooter fährt seine 20 km/h laut Display. Laut GPS sind das so 19,5 ungefähr. So, jetzt erreichen wir nach 11,1 Kilometer Stockholm, ein Ortsteil von Niederkassel. Das ist ein sehr kleiner Ort. Wir fahren weiter nach Kriegsdorf. Der Regen hat wieder aufgehört. Nach 12 Kilometern haben wir zwei Restbalken und der Scooter fährt gut seine 20 km/h. Wie viele Restbalken hast du, Andreas? Drei. Der Andreas hat noch drei Restbalken. So, hier links haben wir den Golfplatz. Und gleich sind wir in Kriegsdorf. 8,76 Kilometer bin ich mit dem Ninebot Max G30 LD, den der Andreas gerade fährt, noch weiter gekommen. Wir haben noch zwei Restbalken. Ja, also es sieht eigentlich ganz gut aus, dass wir das hier auch schaffen können. Und das, obwohl dieses Gerät ja schon 1,5 Jahre alt ist. Wir erreichen Kriegsdorf nach 12,9 Kilometern. Einmal durch den Ort fahren sind 1,2 Kilometer. So, wir haben Kriegsdorf einmal durchquert, 14,3 Kilometer. Ich zeige euch kurz den Akkustand, zwei Restbalken. Das sieht gut aus. Fahren wir hier rum und hinter der nächsten Kurve wartet dann die dritte Brücke. Und dann hoffen wir mal, dass da alles gut geht, dass er jetzt auch bei diesem etwas geringeren Akkustand da keine Probleme bekommt. Aber ich denke mal, der gute AEG-Prophet hier wird das schon hinkriegen. Hier geht es ja auch so ein bisschen hoch. Ich meine, wir sind immer noch über 20 laut Display. Das passt. Da vorne ist die dritte Brücke. Vor der Brücke haben wir zwei Restbalken.
Und hier beginnt die Steigung. Die Geschwindigkeit geht runter. Ich zeige euch das Display. Der Ninebot ist jetzt etwas schneller. Aber der Andreas, der wiegt ja auch 90 Kilo, während ich 120 wiege. Und er fängt sich hier bei der Steigung jetzt auch wieder. Und er hat die zwei Balken beibehalten. Da ist doch alles super. Ja, einen Restbalken haben wir jetzt noch. Nach 15 Kilometern. Aber auch mit einem Restbalken ist die Performance noch sehr gut. Mit 30 geht's hier bergab. Und da vorne ist die Eschmarer Mühle. Und dort gibt's das Kopfsteinpflaster. Aber wir haben hier 10 Zoll Luftreifen mit Schlauch. Das sollte eigentlich ganz gut klappen. Federung haben wir nicht. So, gleich kommt das Kopfsteinpflaster. Ich halte mich schon mal fest und gehe ein bisschen in die Hocke. Oh, das macht er gut. Die Reifen dämpfen das ordentlich weg. Und er klappert nicht groß. Gefällt mir. Normalerweise mache ich Fotos, das hatte ich aber schon gemacht. Können wir direkt weiterfahren. Hätte auch gerade nicht so gut geklappt. Zu viele Leute da. 16,7 Kilometer haben wir. Wir sind beim letzten Balken, aber es blinkt noch nichts oder so. Und mit dem LD sind wir noch 4,5 Kilometer weitergekommen. Und mal schauen, wie weit wir hier noch kommen. Ich hoffe, dass wir die 20 Kilometer schaffen. So würde ich mir eigentlich schon wünschen. Ja, nach 18 Kilometern haben wir einen Restbalken und es blinkt noch nichts, der fährt noch ganz normal, alles gut. So, hier ist noch mal ein bisschen Steigung, 17, jetzt wird es noch mal steiler, 15, 14, 13, 12, 11, aber er macht es noch, alles gut. Quälen wir ihn hier noch mal ein bisschen den Berg hoch. So, 19 Kilometer haben wir. Immer noch ein Balken. Blinkt nichts, fährt noch volle Geschwindigkeit. So, jetzt schlängeln wir uns hier ein bisschen durch den Ort. So, wir haben 20 Kilometer, wir haben noch einen Restbalken und wir sind bei mir zu Hause wieder. Wir werden jetzt Runden fahren, bis die Kiste alle ist. Die Runde, die ich hier mal mache, die ist so 2 Kilometer lang. Soll heißen, die maximale Entfernung, die man laufen muss, ist 1 Kilometer, wenn der Akku ungeplant alle wird. Aber noch haben wir hier einen Restbalken und der fährt noch seine volle Geschwindigkeit, das ist sehr gut.
Theoretisch hat er die Chance, ein bisschen weiter zu kommen als der Ninebot Max G30 LD, weil dieses Gerät hat 10,4 Amperestunden, während der Ninebot Max G30 LD, der hat 10,2 Amperestunden, beide bei 36 Volt. Und bisher sieht das noch sehr gut aus hier. Der macht das noch sehr ordentlich. Wir heizen hier noch richtig schnell lang. Ich muss jetzt bloß einmal kurz einen technischen Stopp einlegen. So, kurz nachdem wir angehalten haben, hat der Balken angefangen zu blinken. Dann schauen wir mal, wie weit wir noch kommen. Ich denke mal schon, dass wir weiterkommen werden als mit dem Ninebot Max G30 LD, weil das sind jetzt nur noch 800 Meter. So viel sollten wir eigentlich mindestens noch schaffen. Na, dann schauen wir mal. Du fährst hinter mir? Ich denke mal, so 1-2 Kilometer wird er noch können. Ja. Die Beschleunigung ist jetzt auch bei einem Balken blinkend immer noch super. Wenn es so ist wie beim Soflo SO4 Pro, dann wird die Geschwindigkeit langsam runtergehen. Und an dem Punkt sind wir hier noch nicht. Ich denke mal schon, da die Geräte eine recht ähnliche Gehäuseform haben, dass sie irgendwo aus der gleichen Fabrik kommen. Er fährt immer noch 20 km/h. Noch 300 Meter. Dann haben wir den Elje geschlagen. 21,1 Kilometer. Wir sind bei einem Balken blinken. Der fährt immer noch volle Geschwindigkeit. Und die letzten Meter. Dann haben wir den LD geschafft. Dann sind wir weitergekommen. So. Alles, was jetzt kommt, sind wir dann weitergekommen. Die Routenplanung von Komoot ist jetzt erstmal vorbei. Und wir haben 21,3 Kilometer schon geschafft. Ja, ich bin mir gerade nicht sicher, ob der Hersteller hier 45 oder 50 Kilometer angibt. An möglicher Reichweite. Normalerweise schaffe ich immer so die Hälfte von dem, was einem versprochen wird. Das wäre dann so bei 21,5 bzw. bei 25. Die beziehungsweise 22,5 müssen wir da machen. 22,5 glaube ich schon, dass wir die schaffen werden. Bisher keine Leistungseinbußen. 22 Kilometer haben wir. Ich fahre die Runde jetzt einmal ganz groß, es sei denn, er wird langsamer. Ja, also hier kommt man doch auch relativ weit mit einem Balken blinkend. Immer noch volle Geschwindigkeit. So. Jetzt zeigt das Display, ich wollte gerade sagen, unter 20 an, aber ihr seht es, hat sich wieder gefangen. So, 23 Kilometer haben wir. Ein Balken blinkend, aber der fährt noch volle Geschwindigkeit. Ja, dann fahren wir die nächste Runde. So, 24 Kilometer haben wir. Man merkt so ganz allmählich, dass der Akku runtergeht. Aber nach wie vor zieht er durch, bringt die 20 km/h. Jetzt geht's ein bisschen runter.
So, ihr seht, wir haben nicht mehr die 20 km/h. Ist die Frage, wie weit kommen wir jetzt noch mit verminderter Geschwindigkeit, bis wir 7 km/h erreicht haben. Wir sind jetzt bei 14, 15 wieder, 13,6, jetzt wird er wieder ein bisschen schneller, aber er schafft hier auf keinen Fall mehr die 20 km/h. Das dauert nicht mehr lange. Mal gucken, ob wir noch zu Hause kommen. Jetzt geht es hier ein bisschen hoch, ne? 10 km/h, komm, du schaffst das. 11, jetzt wird es wieder mehr. Die letzten Meter, denke ich. 9. 8. 7, na, noch 8. 7 km/h. Jetzt kommt nichts mehr. 6 und vorbei. 24,5 Kilometer. Echt gut. Ja, Leute, das war der Reichweitentest mit dem Prophet 10 Zoll AEG. 24,5 Kilometer haben wir erreicht. Das ist mehr, als ich erwartet hätte, weil das ist auch ungefähr 3 Kilometer mehr, als der Ninebot Max G30LD erreicht hat. Und der hat ja einen 10,2 Amperestunden Akku, also 200 mAh weniger als der Prophet. Ja, Andreas, was sagst du? Bist du zufrieden? Ja, die Erwartungen wurden weit übertroffen. Ich habe ja anfangs gesagt, 20 Kilometer Reichweite mit dir. Also ist schon mordsmäßig, was er geschafft hat. Vielen Dank für den tollen Test. Ja, auf meiner Homepage elektrikcomputer.de können wir das Ergebnis jetzt mit anderen vergleichen. Unter Fahrzeuge, E-Scooter, Daten kommen wir hier direkt zur Reichweite. Und da sortiert sich der Prophet auf dem 15. Platz hinter dem Otis Alpha X3 Pro ein und vor dem Blue Stalker XT950. Ja, dann hoffe ich, dass es euch ein bisschen gefallen hat. Ich würde mich natürlich wie immer über ein Like und ein Abo freuen und dann sieht man sich beim nächsten Mal. Ciao! Tschüss!